Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Hallöchen. Ich freue mich sehr. Und yep, wie ihr sehen könnt, ich bastel hier am Setup. Ich glaube, es wird langsam ganz cool. Welcome back. Die Pflanze ist zurück. Irgendwie dachte ich, wir brauchen wieder ein bisschen Leben drin. Und Leute, wie geil ist das denn? Das ist heute angekommen. Geil oder für immer Teenager wie Pharrell Williams? Oh mein Gott. Erst das LED-Licht, jetzt so ein Neon-Sign. Aber ist doch cool. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Ja, was soll ich euch sagen? Wir starten heute mit Are you the one? Und ich bin schon gespannt. Wenn ihr die ersten 20 Minuten der Staffel sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und ja, ich muss mich bedanken bei euch. 22.000 Abonnenten, das ist einfach nur unfassbar geil. Und ich danke jedem Einzelnen von euch. Ich freue mich sehr, sehr krass. Ich bin sehr, sehr happy. Und ja, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein mit einer gut gelaunten Sophia Tomala. Jetzt wird aus Paros wieder Pornos. Und ich mach Pornos. Rein auf Aphrodite. Willkommen zur vierten Staffel von Are You The One? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hab Bock. Außerdem sehe ich Sophia Tomala seit dem Song von Calvin mit anderen Augen. Aber nein, ich habe auf jeden Fall Bock. Bock auf die Pornos in Paros. Oder so. Irgendwo hier ist ein Mensch, der perfekt zu euch passt. Man kann hier wirklich die Liebe finden. Man kann hier wirklich die Liebe finden. Oder einfach Instagram-Reichweite. Bang! Rakete. Puh. Wir haben 10 Lichter. Ne. Wenn 10 Lichter angehen, haben wir 10 Perfect Matches und gewinnen 200.000 Euro. Ne. Ich habe Bock auf jeden Fall, diese neuen Gesichter zu sehen. Ne. Und wir gehen mal ganz neutral ran, denn ich muss sagen, ich kenne bisher noch niemanden. Wird geil. Aber was natürlich nicht fehlen darf, Pornos. Und schon angesprochen wurde. Wenn wir beide miteinander bumsen, wird krass. Das wäre so krass. Und das erinnert mich jetzt an das Neon-Sign, aber es wäre schon krass. Die haben 1000% miteinander geschlafen. Excuse me? Ich weiß nicht, ob das gesperrt wird, aber es sollte gesperrt werden. Wenn nicht, haben wir alle gerade Glück. Ich weiß, was als nächstes passiert. Was denn? Wie romantisch. Ich weiß, was als nächstes passiert. Pornos. Aber neben diesen Dates und der Romantik, ja, gibt es auch Stress, Drama und Eskalation. Ab wie man so falsch sein kann. Was ist denn für das Problem? Das ist unfassbar. Du bist der Erste, nicht. Haha, Bruder, wir klären es wieder draußen, okay? Es ist schon deutlich intensiver, als ich dachte hier. Und die Katze weint auch. Und warum? Weil Fabio nicht zurückgekommen ist. Die stand die ganze Zeit an der Tür und hat gewartet. Und dann kommen da eine Menge Leute rein. Aber wo ist Fabio? So, und dann geht's auch schon so langsam los. Und nein, das sind nicht die Fackelmänner. Wir haben hier 10 Single Boys. Und ja, die steigen aus dem Wasser empor, so wie Poseidon. Ich mach bei Are You The One mit, weil ich krass bin. Das Einzige, was wirklich krass ist, ist seine Lache. Und ich liebe ja Leute mit lustigen Lachen. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan davon. Aber ihr müsst mir mal sagen, wenn wir jetzt mal so durchzählen, wer dieser Kerle euch am meisten gefällt. Dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin erfolgreich bei Frauen, wenn die so auf einen Typen stehen wie mich, dann schon, ja. Das ist auf jeden Fall der smarteste in the room. Also wenn die Frauen auf so einen Typen stehen wie mich, safe, geklärt. Boom, 5 Euro in meiner Tasche, zack. Ich bin auf jeden Fall nicht dumm. Sagt meine Mama auch immer sehr gerne, dass ich schlau bin. Ich flirte, indem ich auf die humorvolle Schiene gehe. Ich glaube, das ist meine Superkraft. Und nicht nur der Humor, seine zweite Superkraft ist seine Zunge. Wenn es im wahren Leben nicht klappt, dann vielleicht in der Show. Ich bin auf alle Fälle hier, um die Frau meines Lebens zu finden und als Mensch auch zu wachsen. Es ist sehr interessant zu erfahren, was die Experten denken. Vielleicht habt ihr mir die perfekte Frau gefunden. Und die Schweizer sind auch am Start und ja, willkommen. Ich kann leider kein Schweizerdeutsch. Also ich verstehe es schon, aber so sprechen kann ich nicht. Ja. Unter den ganzen Männern, muss gestehen, haben mir die Frauen gefehlt. Und jetzt stellt euch mal vor, die 10 Jungs, die chillen da und warten auf die Mädels und dann kommt Prince Charming rein und sagt so, willkommen, das ist die vierte Staffel. Das hat schon was von letzter Reihe 10C, dreimal wiederholt oder was auf jeden Fall. Süß wie die kichern, wie auf der Darmtoilette die Jungs hier.
Ich hatte schon verschiedene Arten und ich habe da keinen speziellen Typ. Normalerweise, finde ich, habe ich keine Konkurrenz, aber in meinen vergangenen Beziehungen waren andere Frauen das größte Problem. Das schreit nach F-Boys, aber die sind ja jetzt da, um die echte Liebe zu finden. Und wie wir wissen, bei Are You The One sind doch keine F-Boys. Die wollen doch wirklich alle nur ihr Perfect Match finden. Instagram, Reichweite, Werbedeals, völlig egal für die. Völlig egal für die. Ich bin schon sehr flirty und meistens auch sehr touchy. Ich bin Stefanie, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Augsburg. Ich weiß nicht, ob es mir nur so ging, aber bei diesem einen Bild gerade am Strand sah die so ein bisschen aus wie Laura Müller. Nein? Vielleicht ist der Bildschirm auch sehr, sehr weit weg, aber es sah so aus kurz. Nicht, wenn sie die Haare im Gesicht hat. Hello. Wir sind die ersten Mädels. Oh Gott. Und ich liebe es, wenn Mädels reinkommen und sie machen... Da weißt du schon, die sind on fire, die haben Bock, die sind da. Sie hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und in jeder Staffel gibt es einen, der hat den Durchblick. Und das ist unser Sherlock Holmes mit dem kleinen Pony hier. Hat doch direkt gegrinst, wo sie reinkam, ist mir direkt aufgefallen. Ich habe ein flirtiges Gesicht. Es reicht schon, wenn ich lächle oder einmal einen anschaue. Einmal angeschaut, als meins markiert. Meins, meins, meins. Apropos meins, eine Beziehung mit ihr? Gefährlich. Das Geld gehört mir. Ich meine, alles, was seins ist, ist meins. Wollt ihr was trinken? Ja, bitte. Und wir fragen uns gerade, ist das ihre echte Stimme und sagt sie das immer so erotisch? Hast du Bock, dich kurz mit mir zu unterhalten? Ja, bitte. Wollen wir gleich in den Boom Boom Room? Ja, bitte. Ich würde sagen, ich bin sehr erfolgreich bei Frauen tatsächlich. Man sieht schnell, ob es heute Abend mit nach Hause geht oder nicht. Red Flag Alert. Ich habe gesagt, der kann ganz lustig sein, aber wir haben hier Red Flags, denn jetzt wird der Buddy Count gesagt. Der Buddy Count. Wie viele Buddies wird er haben? Und wir wissen, was der Buddy Count ist. Ich hatte Frauen schon im dreistelligen Bereich. Über 200. Aber man muss ihn hier auch in Schutz nehmen, denn der Junge hat auch was zu erzählen. Der ist geistig sehr, sehr weit. Deswegen das nächste Thema, was er unbedingt mit uns teilen will, ist folgendes. Ich bin der absolute Tittenboy. Da sind mir die Kirschen wichtiger als der Pfirsich. Die Kirschen sind ihm wichtiger als der Pfirsich. Und lustigerweise, ab und zu spricht man darüber, die meisten meiner Freunde sagen alle Pfirsich. Nur mal so. Random. Weiter geht's mit den nächsten Ladies und das sind diese beiden hier. Also ich komme irgendwie immer an die Fuckboys ran, aber ich versuche mich darin zu verbessern. Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach der wahren Liebe, weil ich keine Lust habe mehr auf irgendwelche sinnfreien Sachen, die mich irgendwie nicht weiterbringen. Und deswegen macht man bei Are You The One mit, denn hier weiß man, die große Liebe, zack, auf jeden Fall dabei. Hallo. Hallo. Hi. Julia. Juliette fand ich sehr ansprechend, also sehr attraktiv. Die Juliette ist optisch auch eine Granate. Also die Jungs sind begeistert und man kann sagen, was man will, aber die sind gut drauf, die Mädels, die da gerade gekommen sind. Die sind gut drauf. Hallöchen. Wir haben es auch noch gar nicht. Ich bin Juliette, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Leipzig und ich hatte seit einem Jahr keinen Sex mehr. Deshalb bei Are You The One, sie steht halt jeden Abend so in der Nähe vom Boom Boom Room. Also mir ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass mein Partner ein Auto hat. Ein Mann ist sehr, sehr attraktiv, wenn er auf beiden Beinen im Leben steht und mich dann zum Beispiel abholen kann und irgendwo hinfahren könnte. So kann man das beschreiben, ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und der mich halt überall hinfahren kann. Denn wenn der mit beiden Beinen im Leben steht, dann wird er auch Zeit haben, mich die ganze Zeit hinzufahren. Überall, wo ich will, wenn ich so mache. Okay. Ich bin aus der Schweiz. Aber du hast gar keinen so einen Akzent. Oder strengst du dich gerade an? Ich streng mich schon an, ja. Ich habe die ganze Woche trainiert. Echt? Ja. Ich finde den sympathisch. Die Pause hat klischeehaft ein bisschen länger gedauert, aber er ist auch Schweizer, aber ich glaube, der ist lustig. Aber Schweizer, die trauen ja reden. Dann kommen wir zu den nächsten beiden Frauen und wenn ihr mich fragt, finde ich, das ist bisher die beste Kombi. Schande, Schande, Schande. Ja, ist so. Die Typen, die ich mir suche, sind eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also von groß, schlank, blond bis klein, breit, voll tätowiert. Wow. Ey, ihr seid verrückt, ne? Hi. Die Jungs schauen sich an und sagen, lieben wir. Hallöchen. Hi. Hi. Sasa, freut mich. Vanessa. So, du bist der Barkeeper? Ich bin dein persönlicher Barkeeper. Schön, nicht von denen, aber für dich auf jeden Fall. Okay. Und sie so wartet und wartet. Bist du echt der Barkeeper?
Mein Charakter würde ich auf jeden Fall mit als bezaubernd beschreiben. Das wird passen. Bei Are You The One suche ich nach der großen Liebe, weil es für mich endlich mal Zeit wird, mit 26 mal einen Partner zu finden, der mit mir durchs Leben geht. Und das haben wir schon so oft gehört bei den Staffeln und keine meint das ansatzweise ernst. Facts. Musst du nochmal deinen Namen sagen, bitte? Caro. Also Caro. Eigentlich heiße ich Caroline, aber mein Spitzname ist halt Caro. Ich hatte bisher nicht die besten Erfahrungen mit den Männern. Und jetzt bin ich eben hier, weil ich wieder bereit bin, weitere schlechte Erfahrungen zu machen. Ganz einfach. Jedes Wochenende in einem anderen Bett haben und vom endlosen Rumvögeln hat man halt am Ende des Tages nicht viel, dann ist man trotzdem noch einsam. Wo ist Aiken mit Lonely? Wo ist Aiken mit Lonely? Berlin, ich bin dein Nachbar, mein Schatz. Ja, Sasa ist halt echt witzig. Ich mag den, weil er so lieb irgendwie in seiner Art ist. Total. Und ich glaube, dieser Kerl ist ein ordentliches Schlitzohr und ich hoffe, sie fällt da nicht drauf ein. Waren das am Anfang die beiden, die rumgemacht haben? Im Trailer? I guess so. Ich mache bei Are You The One mit, weil ich Lust auf ein Abenteuer habe und Abwechslung brauche in meinem Leben. Bis jetzt hat die Beziehungskiste einfach für mich nicht geklappt. So. Und allein bei diesen wenigen Sätzen kann ich jetzt schon sagen, die sorgt für Drama. Die ist eine kleine Drama-Queen. Wird so sein. Hallo, wir schaffen das. Du siehst wunderschön aus. Du bist geil. Wir kriegen das hin. Ich glaube, wir gehen einfach mal raus. Boom! Und das war's schon. Was sagt ihr? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Das war's mal wieder von mir. Tschüss!